Kampf Nummer 10 steht an. Der vorletzte Kampf des heutigen Tages, ein Damenkampf, und zwar in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo. Und hier sehen wir in der roten Ecke die Luisa Meyer. Sie wird kämpfen gegen Melda Dursun in Ecke Blau vom Team Becker aus Deggendorf. Luisa Meyer kommt vom Boxclub Hahn Augsburg e.V. Ja, und Emma Winter sagte es vorher schon, hier im Boxgym Kickbox-Tempel Ingolstadt ist natürlich die Temperatur auch gestiegen. Draußen haben wir schönes Wetter, sommerliche Temperaturen, und die sind natürlich auch hier. Wir müssen gut lüften nach den Hygieneregeln, natürlich alle Fenster sind hier auf. Die warme Luft kommt hier rein und wir haben hier schon so knappe 30 Grad. Und ich glaube, im Ring ist es noch heißer. Also das tut schon auch noch zur Sache, dass hier die Akteure, die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer gut zu atmen haben. In der blauen Ecke sehe ich schon die Melda Dursun vom Team Becker aus Deggendorf. Ja, die Melda ist 29 Jahre alt, sie ist Studentin, seit 6 Jahren betreibt sie Kickboxen, Vize-deutsche Meisterin ist sie schon geworden und den dritten Platz bei einem World Cup hat sie auch schon erreicht. 42 Kämpfe hat sie auf dem Konto und sie möchte gerne die Gewichtsklasse bis 56 Kilo dominieren, das ist ihr Wunsch, mehr hat sie mir nicht aufgeschrieben. In der roten Ecke sehen wir die Luisa Meyer. Ihr Alter ist 17 Jahre, also sehr jung, sie ist noch Schülerin, kommt vom Boxclub Hahn Augsburg e.V. Seit 4 Jahren betreibt sie Kickboxen. Zweiter Platz bis 52 Kilo hat sie erreicht im Nachwuchsturnier, irgendwo, weiß ich nicht wo. Und zweiter Platz bis 50 Kilo U19 im Leichtkontakt in Coburg. Adam Struck ist ihr Trainer und Alexander Hahn. Ziele für diesen Kampf: Sie möchte hier nur Wettkampferfahrung sammeln und natürlich dann auch irgendwann, ja, die großen Titel einheimsen. Jetzt schauen wir, wie es der 17-Jährigen hier geht. Sie wäre eigentlich noch in der Juniorenklasse, aber sie hat gesagt, gut, Melda Dursun, ich kämpfe gegen dich, dann kannst du auch ein bisschen wieder Erfahrung sammeln und ich natürlich auch. Die Melda Dursun hat natürlich Erfahrung, sie schaut jetzt erstmal, was ist da, was ist zu machen, obwohl auch die Luisa Meyer halben Kopf größer ist. Ja, sie könnte natürlich versuchen, die Melda wegzuhalten, aber ich glaube, da ist der Respekt einfach noch zu groß hier für die 17-jährige Luisa Meyer aus Augsburg. Sidekick von der Luisa. Und die Runde ist vorbei.
eine Minute Pause gibt es. Zum Ausschnaufen und zum Einsammeln von Tipps und Ratschlägen der Trainer. Runde 2. Luisa Meier in der roten Ecke gegen Melda Durso. Blau. Luisa Meier ist die größere, aber sie kann nicht verhindern, dass die flinke, wendige Melda Durso immer wieder die Distanz durchbricht, durchschlüpft irgendwie und hier klare Treffer hier anbringt. Das ist natürlich Erfahrungssache und ich glaube natürlich auch mit, Sache der Athletik. Melda Durso gehört zum Bayern-Kader, durfte natürlich in der Corona-Zeit auch in den Kader einsetzen, durchtrainieren, wogegen, denke ich, die Luisa Meier nicht dieses Trainingspensum absolvieren konnte in den letzten 6-7 Monaten, da sie natürlich nicht im Kader, also im offiziellen Bayern-Kader oder Deutschland-Kader gelistet ist. Das macht natürlich schon auch was aus. Und ihr Alter. Vergessen wir das nicht, sie ist 17 Jahre erst, noch Schülerin. Für das steht sie noch gut da. Das war die Runde 2 gegen auch meines Erachtens, Sie haben es selber gesehen, liebe Kampfsportfans, liebe Zuschauer, klar an die Melda Durso aus Deckendorf. Die Luisa, sie atmet schon schwer. Betreuer reden ein bisschen auf sie ein, beruhigend. Es ist wirklich anstrengend und wie gesagt, sie muss natürlich ja, dagegen die Erfahrung von der Melda Durso kämpfen. Und das ist schon anstrengend. Da doch ein Klassenunterschied hier zu sehen ist. Aber sie ist tapfer. Sie stellt sich in der dritten Runde nochmal dem Kampf. Schauen wir mal, was sie macht. Ja. Hier der Rundkick zum Kopf. Zwei schöne Kicks von der Luisa. Sie müsste mit den Fäusten ein bisschen mehr machen. Sie hätte die Gelegenheit. Sie müsste nur ihre langen Fäuste bringen
Ja, sie ist im Reichweitenvorteil. Jetzt hat sie es zweimal gemacht, aber das müsste öfters kommen. Ja, jetzt so könnte es ausschauen. So könnte sie die Melder ein bisschen weghalten. Aber die ist natürlich schlau. Die versucht das abzublocken und tankt sich irgendwie rein in den Nahkampf. Oder in den Nahkampfbereich, um hier dann ihre Techniken anzubringen. Ich denke mir, dass die Melda Thorsson weiß, dass sie ganz klar nach Punkte vorne liegt, und die wird sich ja auch denken, warum soll ich jetzt das noch so viel machen? Ich bin punktemäßig vorne und das Ding bringe ich sicher nach Hause. Ja. Sie haben schon gesehen jetzt. Melda hat sogar Zeit, dass sie mal kurz zu ihrer Betreuerecke guckt, was die sagen. Und da brennt nichts mehr an, denke ich mir. Ja. Und ich denke mir auch, fairerweise hat sie da das Gas auch rausgenommen, ja, und hat da jetzt nicht unbedingt mit Vollgas dann noch mit den letzten Einsatz gebracht gegen ihre Gegnerin, die ja noch im Nahrungsbereich wirklich zu sehen ist, die 17-jährige Luisa Meyer. Respekt an die Luisa, sie hat den Kampf durchgestanden, ja, und das Urteil war klar. Einstimmige Siegerin Melda Thorsson vom Team Becker aus Deckendorf.